Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wie versprochen, heute ein Bild zum Jäger. Der ist absolut nicht final. Wir befinden uns hier im PTR. Und ja, ich hatte hier noch nicht die Möglichkeit, natürlich auf alle Aspekte des Jägers einzugehen. Dafür fehlt einfach die Zeit im PTR. Aber ich glaube, ich habe hier zumindest mal eine sehr coole Idee hingestellt für den Jägerbild. Der Jägerbild ist natürlich auch unten verlinkt. Der wird auch geupdatet, damit er zu Season 6 dann auch final für euch parat ist. Aber so wie er jetzt aktuell hier ist, finde ich ihn eigentlich schon ganz cool. Ich gehe hier gerade mal ins Trainingsgelände. Der ein oder andere von euch wird den schon gesehen haben, einer der letzten Videos. Aber ich wollte unbedingt einen Jäger spielen mit der neuen Attacke Tanz der Messer. Weil Tanz der Messer... Ja, mach das hier. Das ist Tanz der Messer. Kostet keine Energie. Ihr seid unfassbar schnell. Es ist einfach Wahnsinn. Das haben wir jetzt auf einer Puppe. Wir können natürlich auch mehrere Puppen machen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, das soll ich euch sagen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Ja, ich bin noch nicht final happy mit dem Bild, aber wie gesagt, der wird unten verlinkt, auf jeden Fall up to date gehalten. Was wir uns einmal anschauen können, sind natürlich die einzelnen Items. Erstmal muss man sagen, ich habe nicht ein normales Unique drin, weil ich zumindest bislang noch kein Unique gefunden habe, was irgendwie mit Tanz der Messer, so heißt die Fähigkeit, ja, gute Synergie hat. Deswegen habe ich hier nur normale Items drin, ohne irgendein Unique. Dafür dann noch den Dumi. Einfach, weil es den PTR mit drei Greater Halfixen gibt, würde ich aber vielleicht im Finale gar nicht spielen, weil der nicht so viel zum Bild dazu gibt, außer, ja, Death und ein bisschen Schattenschaden. Aber was ich sehr cool finde, ist die neue Rüstung Sleepsong. Die gibt ja oben, da wo gerade dieser pinke Text ist, ein Level zu allen passiven Fähigkeiten. Das ist extrem geil. Und auch der Effekt ist sehr cool. Da unten steht der Tyraels-Effekt, das ist natürlich falsch. Der Effekt sagt aus, wenn ihr 2 Sekunden lang nicht angegriffen habt, dann seid ihr verstohlen und könnt einfach durch Gegner durchrennen, was für den Jäger natürlich sehr, sehr cool ist. Dann haben wir hier natürlich Andarils Antlitz, die kennt ihr schon, Andarils Antlitz und der Jäger, die sind einfach, das ist einfach die perfekte Kombination und ja, die solltet ihr hier auf jeden Fall spielen. Als Runenwörter habe ich hier aktuell Quinn Ohm, dass ihr 50 Meter euch bewegt und dann einen Kriegsschrei des Barbaren macht und hier Nok Xan für eure nächste Fertigkeit, Überwältigung ist dann kritisch, aber ob ich das wirklich so lasse, das weiß ich noch nicht. Schaut dafür auf jeden Fall den Bild unten in der Videobeschreibung. Kann gut möglich sein, dass sich über die nächsten Tage, Wochen und so etwas ändert. Aber hier kriegt ihr auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie der Bild aussehen wird. Ja, als Spezialisierung auf jeden Fall inneres Auge. Kombo-Punkte macht keinen Sinn, weil ich keine Basisfertigkeiten einsetze. Und Vorbereitung macht keinen Sinn, weil wir nicht mit der Ult spielen. Und dann sind wir beim Paragon-Board. Und da, ja, da zeige ich jetzt nicht zu viel. Eine Sache, die ich ganz cool finde, ist diese neue Glyphe hier, Kopfjäger. Die sorgt dafür, dass alle normalen Knoten 600% mehr Bonus bekommen. Das heißt, hier 36 Geschicklichkeit, hier 36 Geschicklichkeit, 36 Intelligenz und. Deswegen habe ich hier einfach mal alles angewählt. Vergesst nicht, mit dem neuen System haben wir 100 Paragon-Punkte mehr als zuvor. Ja. Und ja, den Rest könnt ihr euch einfach unten in der Videobeschreibung angucken. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr witzig mit der Glyphe. Bin ich aber auch noch nicht sicher, ob die final drin bleibt und an der Stelle. Aber das, ja, das schauen wir mal, wenn es soweit ist. Und dann natürlich der Fertigkeitsbaum. Ich habe versucht, so viele passive Fähigkeiten mitzunehmen wie möglich, weil jede passives Level plus 1 ist. Und umso mehr ich dann mitnehme, umso mehr Level kriege ich da einfach geschenkt. Deswegen habe ich hier viele Passives einfach drin, einfach auch auf Level 1 mitgenommen, um noch ein Level durch die Rüstung geschenkt zu bekommen. Und hier haben wir dann tatsächlich auch Tanz der Messer, gerade Level 8. Ich denke, da geht auch im Finale noch etwas höher. Wie gesagt, da bin ich noch nicht komplett fein mit. Man muss auch dazu sagen, dass die Items, die ich hier drauf habe, fast alles Items sind, die ich durch den PTR geschenkt bekommen habe. Das heißt, hier würde ich vielleicht auch nicht Geschicklichkeit spielen oder vielleicht nicht Schaden gegen Verwundbare. Wie gesagt, ich sag's nochmal, checkt auf jeden Fall dafür unten den Bild in der Videobeschreibung ab. Den werde ich up to date halten und da habt ihr dann genau die perfekten Werte, die ich final spielen würde. Ja, und ich hab's schon gesagt, wahrscheinlich ist das Video noch nicht draußen, aber ich werde in Zukunft alle Builds, die ich zeige, auf Pitch-Stufe 65 zeigen, weil das für mich das absolute Minimum, was ein Bild
schaffen muss sein wird, weil das der Punkt ist, um Qual 4 freizuschalten. Deswegen muss jeder Bild mindestens Pitch-Stufe 65 erreichen, beziehungsweise schaffen. Ich werde mir jetzt hier noch einen Trank reinzünden und dann geht's los. Ja, 65 angewählt und Abfahrt. Ja, und der es gibt hier gar keinen richtigen Plan, weil das Einzige, was ihr macht, ist so, wie ich hier gerade durch das Dungeon renne und die ganze Zeit Tanz der Messer spam. Elite haben natürlich viel Leben. Ich denke, dass ich, wenn ich den Bild noch ein bisschen ausfeile, auf jeden Fall noch mehr Schaden rausholen kann, rauskitzeln kann. Gerade bei der Härtung und auch bei den Items und den Greater Arfing und so bin ich absolut nicht zufrieden. Ich glaube auch, die Crit-Chance ist nicht extremst hoch. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Auch wenn ich hier schon Millionen Schaden mache, bin ich super happy mit. Gerade für im PTR. Aber ich bin davon überzeugt, auch ihr werdet, wenn ihr die Idee seht, später dann in Season 6 auch daraus vielleicht nochmal ein bisschen mehr PS rausholen, als ich es jetzt hier gerade im PTR drin habe. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür, dass es hier im PTR ist, ist das schon sehr geil. Und ich würde sagen, ich spule einmal vor bis zum Boss. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, eine Sache fällt mir gerade noch auf, die ich vergessen habe zu sagen. Ihr seid unkillable. Also, ihr könnt per se nicht getötet werden, außer es kommt ein Gegner und der one-hittet euch. Ansonsten habt ihr so einen krassen Heal drauf, dass ihr könnt nicht sterben. Ihr seht das auch am Leben. Ich habe keine Barriere, ich habe keine Stellung, ich habe wirklich nur Leben und ihr seid unkillable. Es ist nicht möglich, mit dem Bild hier, mit der Attack Speed vor allen Dingen zu sterben. So, ab zum Boss, let's go. Ja, ich glaube sogar das zweite Runenwort mit der Überwältigung und der, also mit der Überwältigung und der Überwältigungskrit. Ich glaube, den würde ich vielleicht in Zukunft gar nicht spielen. Ich habe mich damit noch nicht so krass befasst mit dem Runenwort, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass da was anderes besser ist. Schaut da auf jeden Fall unten die Videobeschreibung in den Bild. Gut möglich, dass ich da schon ein anderes Runenwort eingefügt habe in der Zwischenzeit. Ja, ihr seid halt unkillable, ne? Auch wenn ihr vielleicht ein paar Sekunden jetzt aktuell noch länger braucht, aber Dev-mäßig bin ich hier schon auf dem Maximum angelangt. Ich habe maximale Widerstände, Rüstung nicht, aber ist tatsächlich auch egal, weil ihr eh nicht sterben könnt. Ja, und das war der Boss. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Bild. Ich finde den sehr, sehr cool. Tanz der Messer, als ich das schon gesehen habe in den Patch Notes, im Campfire-Chat, fand ich das unfassbar cool und wollte das unbedingt spielen. Und es fühlt sich wirklich einfach sehr, sehr belohnt an. Spielt das auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Diablo Season 6, falls wir uns nicht mehr hören und sehen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.